Und damit ist Pirnas neuer Solarpark offiziell in Betrieb genommen. In Pratschwitz auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerkes. Hier wird Sonnenstrom gewonnen, mit dem 250 Familien ein Jahr lang versorgt werden können. Umweltfreundliche Energie, bei der 350 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Der Strommix, der verändert sich natürlich durch diese Einspeisung insgesamt. Wir sind gegenwärtig bei regenerativen Energien hier in Pirna bei einem Strommix von 26%. Der Durchschnitt liegt bei 17%. Und auch der Kernkraftwerksanteil reduziert sich natürlich immens von 17%, wo wir landesweit noch bei 20% liegen. Also doch eine erfreuliche Situation insgesamt für Pirna. Insgesamt produziert die Anlage 509.000 Kilowattstunden im Jahr. Sie arbeitet auch bei bedecktem Himmel, denn Lichteinstrahlung ist wichtig, nicht die Wärme der Sonne. Über den aktuellen Stand von Leistung und Energieeinspeisung kann sich jeder an der Anzeigetafel im Eingangsbereich informieren. 2244 Solarmodule wurden insgesamt aufgebaut. So eine kleine Solarzelle ist im Grunde genommen physikalisch gesehen, ich bin Physiker, nichts anderes als eine kleine Diode. Und das ist wie eine kleine Batterie, kann man auch sagen, also mit einem Plus- und mit einem Minuspol, da entsteht eine kleine Gleichspannung. Und wenn man die alle miteinander verkabelt, in eine Reihe schaltet, kann man eine etwas höhere Spannung bekommen. Und wenn man dann einen externen Verbraucher hat, gibt es einen Stromfluss. Und dann könnte eine kleine Glühlampe mitbetrieben werden. Oder wenn man eben wie hier sehr, sehr viel hat, kann man ordentlich Energie machen, die man dann den Pirnaer Bürgern zur Verfügung stellen kann. Bereits seit 2 Jahren arbeiten die Stadtwerke an der Idee für einen Solarpark in Pirna. Ende letzten Jahres wurde endlich mit dem Bau begonnen, denn die Zeit drängte. Wir haben also Ende letzten Jahres, also im Oktober, angefangen und die Anlage sollte auf jeden Fall bis zum Dezember letzten Jahres fertig sein, weil es immer aufgrund des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, dem EEG, eine Reduzierung der Einspeisevergütung zum Jahresanfang geht. Wenn die Anlage also erst im Januar fertig geworden wäre, dann würde es weniger Geld für die Kilowattstunde produzierten Solarstrom geben. Und nicht nur die Zeit saß den Monteuren im Nacken. Rückblick Dezember 2010. Der harte Winter verlangte den Arbeitern alles ab. Kälte ließ die Gerüste zufrieren, Schneemassen erschwerten den Zugang zum Gelände. Der Boden durchweicht mit tiefen Furchen. Also heute früh mussten wir erstmal die Straße räumen, die Zufahrt, dass wir überhaupt mit den Autos reinkommen, weil sonst steckt man fest. Und dann schließen wir den Container auf und dann geht's los. Holen wir uns Material raus und dann gehen wir, wie Sie jetzt sehen gerade, einer vor mit dem Brenner und enteist alles. Und dann fangen wir an, mit den Module zu legen. Doch das Ziel ist geschafft. Bereits im Dezember letzten Jahres wurde der erste Solarstrom gewonnen. In ganz Pirna produzieren 72 Photovoltaikanlagen klimafreundlichen Strom. Die Stadtwerke sehen in dem neuen Solarpark ein deutliches Zeichen für eine neue Energiepolitik in Pirna. Denkbar ist auf alle Fälle auch erst einmal die Kraft-Wärme-Kopplung weiter auszunutzen. Es gibt kleine Mini-BHKWs, die künftig sicherlich hier Einzug halten werden in Haushalte und Kleinindustrie insgesamt. Weiterhin kann man natürlich daran denken, dass die Solardächer weiter ausgebaut werden insgesamt. Man kann auch daran denken, dass man die Wasserkraft vielleicht hier und da noch nutzt, um auch den Wasserdruck, der durch die Leitung geht, zu nutzen. Weiterhin gibt es ja bereits Vorstellungen, das Abwasser, die Wärme zu nutzen. Also es gibt da viele Gedanken insgesamt von Forschern und Ingenieuren. Und ich glaube, so ist es auch richtig und das ist der richtige Weg. Insgesamt haben die Stadtwerke Pirna 1,6 Millionen Euro in den Solarpark investiert.